So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit TS Classic. Nicht 22, 23, 24, jetzt ist der Classic. Und da gab es auch eine neue Strecke mitunter jetzt Leipzig-Dresden, wobei die Strecke ist nicht ganz neu. Riesa-Dresden gab es vorher schon, aber der Abschnitt zwischen Riesa und Leipzig, der ist neu. Und wir sind hier gerade am Leipziger Bahnhof auf Gleis 21. Mit der BR420, ignoriert, dass das hier falsch ist, aber mit der wollte ich gerade mal fahren, denn die habe ich gerade vor kurzem in München gesehen, hier einmal in Verkehrsrot noch hinten dran. Ja, mit der machen wir heute einen S-Bahn-Service bis nach Riesa. Nach Riesa fahre ich nicht mehr weiter. Den Abschnitt kennt ihr ja schon, aber den neuen Abschnitt wollte ich euch mal zeigen, inklusive den Highlights, was hier so zu sehen gibt. Ich mache einen Quick-Drive mit PZB und werde euch mal so ein bisschen die Sachen zeigen. Hier so das Gleisvorfeld. Ja, vom Design her, es ist das Nötigste gemacht. Es könnte doch besser sein und ich gehe mal davon aus, da kommen noch Enhancement-Packs. Ich meine, schaut euch mal das an, die Strecken und das ganze Design hört einfach ein bisschen zu früh auf hier. Aber ansonsten ein paar schöne Gebäude hier, auch das hier so ein bisschen mehr, große Abstellung und ja, wundert euch nicht, wenn hier so wenig rumsteht. Wie gesagt, das ist ein Standard-Quick-Drive, nicht modifiziert oder Real-Drive. Es ist eher zweckmäßig, inklusive hier. Einer alten Drehscheibe. Cool, cool. Und ich werde das jetzt wie folgt machen. Ich werde das erstmal fahren, ohne dass ich kommentiere. Sprich, im Edit werde ich dann kommentieren. Also nicht wundern, wenn das dann nicht ganz passt zu dem, was ich gerade sage. Also von zeitlichen her. Ich möchte es in Ruhe fahren und werde halt immer wieder mal stehen bleiben, um dir euch die Umgebung zeigen und das kommentiere ich dann. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu der BR420 und lassen die Leute mal einsteigen und dann genießen wir mal die Route. Und natürlich, schreibt es mal in die Kommentare rein, wie authentisch das ist, wenn ihr die Strecke kennt, was da Dovetail Games gemacht hat. Also, ich bin gleich wieder da. So, da sind wir jetzt auch im Führerstand. BZB, ich habe mich angemacht. Türen gehen zu und dann heißt's Abfahrt. Was aus dem Bahnhof. Die ganze Fahrt übrigens braucht ungefähr eine Stunde, würde man jetzt mal in Intercity fahren oder nicht so oft anhalten, wie ich es dann später gemacht habe, könnte man es natürlich ein bisschen schneller schaffen. Aber bei ein paar gewissen Bahnhöfen, die mir irgendwie gefallen haben oder wo es sowieso eine Beschränkung gegeben hat, wenn wir von der Hauptstrecke weggefahren sind, bin ich halt natürlich stehen geblieben. Und es gibt natürlich ein paar verlassene Bahnhöfe, die werden wir dann auch noch sehen, habe ich entsprechend dann mit der Kamera ein bisschen hin und her geschwenkt, dass man das gut sehen kann. Hier dürfen wir dann erstmal 60 fahren im Gleisvorfeld und weiter hinten kommt dann 80. Wird dann auch mit den Frames besser, so wie wir da aus dem Bahnhof draußen sind. Also, obwohl ja nicht so viel los ist, habe ich ja wirklich Einbrüche gehabt. Aber danach ging es eigentlich ganz gut. Nach der Kurve kommt dann gleich die 80er-Tafel, Schaunigen, und dann kommen auch schon die ersten Bahnhöfe. Also ich bin die Strecke mittlerweile zweimal gefahren, einmal jetzt hier in der Aufnahme und einmal so für mich mit einem Intercity, und es macht schon Spaß. Es ist zwar nicht so viel los auf der Strecke, meistens halt zweigleisig mitten durch die Pampa, also es gibt sehr viele Gebiete, wo einfach nichts los ist, aber macht wirklich Spaß. Man merkt aber stellenweise, dass sie halt nur das Minimum an Deko gemacht haben, was er gerade geht. Also so wie man ein bisschen weiter zur Seite rausschaut oder sich das ein bisschen genauer anschaut, dann hört einfach die Szenerie auf. Das werden wir dann ein paar Mal noch sehen. Ansonsten alles das, was man hier aus dem Zug so sehen kann, und die Bahnhöfe sind okay. Hier rechts übrigens noch großer Güterbereich. Da kann ich mir mal ganz gut vorstellen, dass es noch ein paar tolle Szenarien da gibt. Geht noch ein bisschen weiter nach hinten, da gibt es dann auch Verladekräne, ziemlich cool, also da freue ich mich dann schon auf die Community-Szenarien. Und ab hier jetzt 160 und später dann 200. Was wir aber eh nicht fahren können, denn die Baureihe darf maximal 120 fahren. Und das ist eben hier schon Teil des Güterbereichs hier, oder Abstellbereich, bin mir gar nicht sicher. Ist aber recht groß.
Und bei dem ersten Bahnhof, der jetzt da kommt, werden wir nicht anhalten, aber beim zweiten. Und dann schauen wir uns mal das Terminal an, was da ganz in der Nähe ist. Bis dahin bin ich mal ganz kurz ruhig. So, dann werden wir da hier gleich mal anhalten. Mehr oder weniger gut. Das, glaube ich, könnte besser gehen. Und so will man dann stehen, werde ich dann gleich mal einen Schwenk machen zu dem, was wir hier in der Umgebung haben. Nice. Cool. Ein bisschen viel Grün hier zwischen den Bahnsteigen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich ist. Und hier Güterterminal. Da fährt auch ein Güterzug. Den werden wir dann später nicht mehr sehen. Und hier die Überwerfung nach links und rechts geht weiter. Aber auch da hinten in der Ecke, hat man es ganz kurz gesehen, wenig modelliert. Da schaut euch mal an, wie riesig das hier ist. Also da stellen wir noch vor, dass es ein paar schöne Szenarien hier geben wird. Und Abfahrt zum nächsten Bahnhof. Muss mal schauen, ob man diese Zugzielanzeigen da ein bisschen customizen kann. Das wäre dann was. Bin zwar überhaupt gar nicht gut im Editieren im TS 2022, also solche Custom-Sachen. Aber ich glaube, das ist nicht allzu schwer mit den Destinations. Wir werden jetzt dort links vorbeifahren. Ein paar AI-Züge hat sie so abgestellt, damit sie dann ganz so leer aussieht. Und die Brücke ist jetzt gerade aufgepoppt. Als ich mein Testspiel gemacht habe, ist die nicht aufgetaucht. Und ich habe mich schon gefragt, was das hier eigentlich sein soll. Aber ja, jetzt hier bei der Aufnahme ist dann durchgekommen. Und schaut euch mal diese riesigen Abstellungen an. Ich weiß noch nicht, was die Performance sagt, wenn man das hier alles voll macht. Aber hab ein bisschen Platz zum Spielen. So, und beim nächsten Bahnhof werde ich auch anhalten, denn ich will euch den Güterverlad auf der Seite dann zeigen. Einsame Rangierlokomotive hat die leider nicht so viel zu tun, bei dem, was hier da steht. Und da vorne ist er auch schon. Ah ja, was noch ab und zu passieren wird, warum auch immer in der Strecke hat er so Nachdenkmomente, wo man ganz kurz laggt. Aber ansonsten ist es eigentlich eine reibungslose Fahrt gewesen. Ich denke mal, die ganze Strecke würde ich mal mit Intercity fahren. Das geht dann ein bisschen schneller. Bremsen sind halt echt nicht so pralle bei der, ne? Beschleunigen super, aber Bremsen ist so, ne. Und da wären wir da. Perfekt. Tür auf. Und da hinten sind es eben die Kräne. Und zwar einige davon. Ich weiß nicht, ob man die nutzen kann, ob die animiert sind, wenn man hier einen Verlad macht. Das müsste ich mal ausprobieren. Aber trotzdem coole Sache da. Und ein Schierszenario werden da garantiert noch kommen. Da hinten kommt da schon die Rangierlok. Wir fahren jetzt wieder weiter und diesmal werden wir ein bisschen länger fahren, glaube ich.
Ah nein, da kommt dann in der Zukunft gleich mal ein 80er, wo wir dann zeitlich wegfahren bis zum nächsten Bahnhof. Und bis dahin klinke ich mich wieder aus, genießt die Fahrt, bis gleich. Und da sind wir erfolgreich in Bohrsdorf angekommen. Hauptstrecke geht da neben uns vorbei. Und beim Test mit einem anderen Triebzug hier habe ich davon gerade mal eine Zwangsbremsung gekriegt, weil ich es mit der 80er-Tafel übersehen habe. Aber hier hat es dann geklappt. Hier geht aber eine Strecke weg, ist natürlich nicht sehr weit modelliert. Eben, das ist das, was ich am Anfang halt gemeint habe. Schade eigentlich. Und wir fahren die Hauptstrecke weiter. Beziehungsweise, ich werde das Video jetzt mal für einen kleinen Test nutzen. Und zwar, der Rest der Strecke werde ich nicht kommentieren. Ihr dürft es dann mir sagen, ob ihr das cool findet, dass ich da mal nicht kommentiere. Sondern ihr einfach das genießen könnt. Ich werde halt immer wieder Kameraschwenks machen, um die Details zu zeigen. Und ja, wird auf alle Fälle bei der Ausnahme bleiben. Die anderen Videos werde ich natürlich wieder komplett durchkommentieren. So wie es auch gewohnt seid. Damit verabschiedet mich. Gute Fahrt. Kommt's pünktlich an in Riesa.